Hallo und herzlich willkommen zum fünften und letzten Teil unseres Angezockt Edencrafters. Ja, uns hat mal wieder so eine Welle erwischt. Was im Endeffekt nicht weiter schlimm ist. Nun haben wir natürlich wieder keinen Strom. Alles andere bleibt scheinbar stehen. Nur die Windräder. Die sind dann hin. Und wir brauchen eh jetzt drei Stück. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Und dann als nächstes brauchen wir eine Schmelze. Ich habe das mal in der Zwischenzeit, in der ich auf die Welle gewartet habe, ein bisschen sortiert hier. Fünfmal Zement brauchen wir. Können wir so eigentlich bauen, dass der einfach Stein abbaut? Geht das? Reichen. Die Schmiede können wir bauen. Gut. Dann tun wir das auch. Da ist das. Irgendwo war doch hier ein Durchgang. Da. Genau. So, die Schmelze, die bauen wir hier unten hin. Genau. So, wie sieht denn das aus? Haben wir jetzt noch genug von den Eisenplatten? Ich befürchte mal nicht. Ja, schade, dass man das nicht automatisch sortieren kann hier. So, erstmal wieder zurück. Eisenplatten holen. Gleichzeitig so ein bisschen Sauerstoff auffüllen.
Sauerstoff voll machen. Einmal was zu essen machen. Okay, wir haben hier noch genug Bio. Nur einen einzigen Baum hierher gemacht. Ach ja, genau. Moment, Energie 76, Wasser 95%. Das heißt, wir haben immer noch nicht genug. Jetzt haben wir 100%. Prozent. 50% des Bodens. Ich habe keinen Sauerstoff mehr. Und das wird nichts. Aber gut, dann sehen wir wenigstens mal, wie das aussieht, wenn wir sterben, ne? Okay. Es scheint nichts weg zu sein. Okay. Also sterben heißt, wir kommen nach Hause. Auch nicht schlecht. So, dann nehmen wir mal gleich noch ein paar von den Platten mit hier. Da genug von haben. Ja, wir hätten jetzt auch direkt wieder Sauerstoff herstellen können. Fällt mir mal gerade so ein. Dass wir wieder welchen dabei haben. Hätte irgendwie Sinn gemacht, ne? Na gut, beim nächsten Mal.
Ja, das sieht gut aus. Und ich kann auf dem Förderband langlaufen, das ist auch cool. Na, geht's da irgendwie nicht weiter? Doch. Oh nee, nicht schon wieder. Na gut, jetzt brauchen wir nicht lange laufen. Jetzt können wir hier mal gucken, was passiert. Jawohl, erstellt. Ja. Schwupps. Und wo tauchen wir wieder auf? Natürlich bei uns zu Hause. So, das machen wir wieder voll. Und alles andere ist nach wie vor da. So. Ja, ist die Frage, was machen wir jetzt, was können wir jetzt noch bauen? Was macht jetzt Sinn? Montagemaschine, um jetzt irgendwelche Sachen zusammenzubauen, naja, gut. Sowas könnte man eventuell noch mal bauen, dann in Verbindung mit einer Pumpe und zwei von den Dingern wäre eine Möglichkeit. Dann hatte ich schon mal geguckt hier Solarkollektoren. Aber das bringt uns jetzt nicht wirklich so viel. Telefonzentrale, das ist eine Tür, Fenster, Doppelfenster, Tür mit Fenster, Bett, Innentür, Bett. Okay, das ist also noch Work in Progress. Wahrscheinlich können wir dann da drin irgendwann schlafen. Ach, wisst ihr was? Wir bauen mal so einen Sendeturm hier. Mal gucken, was der bringt. Dazu brauchen wir nochmal so eine Leiterplatte, also eine Kupferplatte und einmal Silizium. Genau. So, haben wir. So ein Türmchen. Und dann gucken wir mal. Ja, das ist der. Okay. Man sieht überall die Förderbänder. Hier oben haben wir Quarz, Kobalt, Kupfer und Eisen.
Also das wäre eigentlich eine gute Position für die Hauptbasis, sage ich jetzt mal. So, was können wir jetzt noch bauen? Teileproduzent bauen wir noch mal. Zwei Leiterplatten. Also zwei Kupferplatten, zweimal Silizium. Okay, brauchen ein bisschen was. Aber das sollte ja jetzt kein Problem sein. So weit ist das ja nicht weg. Und dann holen wir uns auch mal aus dem da das Silizium, nein, das Quarz. Wieso passiert jetzt nichts? Ach, mein Inventar ist voll. Auch nicht schlecht. Ja, guck mal, dann nehmen wir das mal raus. Was haben wir gesagt? Zweimal von denen. Ach, ja, toll. So. Genau. Eisenbalken und diese Dinger. Eisenstangen. Wo kommt dann die hin? Ich sehe sie gar nicht da. Vier. Jetzt die Eisenbalken, wie werden die gebaut? Die bauen wir hier hinten.
Jo, haben alles. Gut. Ist das eigentlich eine Tür hier? Nein. Ich meine nur, weil da dieser Fall war. So, hier ist der Ausgang. Dann, sehr schön. Na, haben wir auch mal genug zu futtern. So, wie bauen wir jetzt oder wie stellen wir jetzt diese Sauerstoffdinger her? Eisenplatten und Quarz. Gut, haben wir wieder fünf. Ja, aber ich denke mal, so für den ersten Eindruck sollte es reichen. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.